Das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium lädt zur 9. Kunstvernissage ein. Hier werden ganz tolle Schülerarbeiten im Rahmen der Klasse 5 bis 12 gezeigt. Die reichen Facetten reichen von Acrylmalerei bis Objekten. Dabei wird immer wieder das Thema des Selbstporträts aufgegriffen. Wie stelle ich mich als Ägypter dar? 5. Klasse hat hier die ersten Malerfahrungen gemacht. Und wie jedes Jahr wünsche ich mir ganz viele Besucher, die unsere Kunstwerke schätzen lieben. Am 7. Februar fand die alljährliche Kunstausstellung mit Werken der Schüler des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums in der Aula der Schule statt. Begleitet von einer Laudatio des stellvertretenden Schuldirektors Herrn Fenzel und einem Grußwort der Stadt Herzberg durch Herrn Gückel, erläuterte Frau Jülich, Kunstlehrerin am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, die Ausstellung den zahlreich erschienenen Gästen, Eltern und anwesenden Schülern. Nach einer musikalischen Einleitung und einer Hip-Hop-Darbietung der Tanz-AG des Gymnasiums standen die Werke der Schüler einer Betrachtung durch die breite Öffentlichkeit zur Verfügung. Neu, für mich zumindest, war, dass Schüler als Ausstellungsscouts hier den Besuchern kleine Führungen durch die Ausstellung anboten und dabei erworbenes Wissen über eigene Projekte, aber auch die Ausstellung insgesamt den Interessierten zugänglich machten. Die ausgestellten, vielfältigen Werke der Schüler haben mich aufgrund der bemerkenswert hohen Qualität überzeugt. Hier ist dem Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium ein echtes Schmuckstück gelungen, welches die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit verdient hat. Die Fotoarbeiten der Schüler fand ich an dieser Stelle, aber dies ist meine persönliche Meinung, herausragend. Während unter der Überschrift Tod und Verfall eher mit Ausschnitten und Collagen gearbeitet wurde, haben bei einem anderen Projekt die Schülerinnen und Schüler Bilder genommen, sich entsprechend den abgebildeten Personen arrangiert, um letztlich wirklich ansprechende Fotos im Stile der Vorlage aufzunehmen. Mein Name ist Svenja Breil. Ich bin Schülerin des 12. Jahrgangs am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium. Ich wurde hier zugeteilt, um bei unserer Kunstvernissage eine Führung zu machen. Und das ist zum Beispiel eins meiner Kunstwerke, die ich selber gemacht habe. Ich habe mir ein Selbstporträt als Soldat von Otto Dix rausgesucht, was ich einmal künstlerisch umgesetzt habe und einmal als Foto-Inszenierung. Dort habe ich mir zum Beispiel eine Glatzenfolie aufgezogen und mich dort versucht, als Otto Dix zu schminken. Das Ganze habe ich dann bearbeitet. Und ja, das war mal etwas anderes für mich, weil ich als Mädchen ja sonst keine männliche Person darstelle. Ja. Andere Projekte waren in seifengeschnitzte Gesichter, welchen sich in unterschiedlichsten Ausdrücken dem Betrachter präsentierten. Diese Seifen sind doch zum Benutzen viel zu schade, hörte man in diesem Abschnitt der Vernissage des Öfteren. Ägyptische Selbstporträts der Schüler waren hier aber ebenso vertreten und ansprechend wie Figuren aus Pappmaché und Gebäude und Skulpturen aus Nudeln. Letztere waren wohl zunächst wie fachwerkhausähnliche Konstrukte entworfen, erinnerten mich aber auch oft an die Stahlskelette der Hochhäuser unserer Metropolen oder gar an Raumstationen. Oft haben also die Werke der Künstler die Fantasie der Betrachter angeregt und dazu aufgemuntert, weiterzudenken und zu interpretieren. Vor diesem Hintergrund kann ich also nur voll Begeisterung von der diesjährigen Vernissage im Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Herzberg sprechen und all jene, welchen es nicht vergönnt ist, noch einen Blick auf die Exponate zu werfen, darauf vertrösten, dass es auch im nächsten Jahr wieder eine Ausstellung in der Aula der Herzberger Traditionsschule geben wird. Spenden Sie Speckwursti. Boris Gonczorek, Sparkasse Osterode. Bankleitzahl 263 510 15, Kontonummer 16 000 6
441.